Also willkommen, Leute, ab in die U-Bahn. Mit Uber in die U-Bahn. In die Uber. Hm, ja. In die Uber? Palumpa? Uber klingt wie so eine Dorfdisco. Die Uber. Boah, diese Nagelbombe ist so stark. Habt ihr die auch drinne? Oh shit, ich bin gleich wieder tot. Ja. Wow, ich bin auch tot. Alter, was geht denn mit dem Strom ab, bitte? was war das? Der Strom ist alles. Wir sind alle tot. Wir sind alle tot. Nicht dein Ernst jetzt, oder? Wo sind wir? Doch, doch. Alter, das ist was. Mal gucken, wo wir weitermachen müssen. Lass mal durchgehen. Ich hab die Tür da hinten zugemacht. Habt ihr auch die Nagelbombe ausgerüstet? Nee, den Flammen. Nehmt die mal rein, die ist super stark. Wie mache ich das nochmal? Bei Fähigkeiten, also. Fähigkeiten? Bei Rucksack. Okay. Rucksack und dann zu Wurfgeschosse. Ja. Und dann austauschen. Nagelbombe. Ah, Nagelbombe. Ja, nehmt die mal, die ist echt geil. Okay. Hier ist noch was. Haben die jetzt die ganzen Zombies gelöscht, weil es zu schwer für uns war? Ja. Hilf's immer. Schön weit. Scheiße, es war voll daneben, ey. Oh, die ist echt gut. Die ist echt hardcore. Ja, man, wenn du die zentral triffst, ist. Da geht richtig der Punk ab. Punk geht ab. So, da vorne sind wir draußen. Gut. Ey, endlich! wie endlich, sagst du? Ey, was ist hier links? Guck mal. Ah, rote Kiste. Oh. Sturmschrot, Finte. Ich dachte, das ist die Flat, aber. Echt die Flat. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Stelle die Stromversorgung des Zuges wieder her. Oh Mann. Jetzt kommt aber schon dieses Zombie, der Zombie-Scheiß hier aus der U-Bahn raus. Oh, Medikit. Wichtig. Bring sie alle um. What? Oh, toll. Nice. Ich bin gerade rein. Aua. Ich bin voll reingesprungen. Boah, wow, zwei Hälften. Schon? Ja, das war möglicherweise ein bisschen zu viel gewollt. Runter? So kann ich dich nicht holen. Ja, ich sehe. Shit, hab ich gar nicht drauf geachtet. Ich hoffe jetzt nicht, die ganzen Aufnahmen lecken so rum, wie es jetzt gerade rumleckt. Oh! Ich hab vorhin aber auch mal ein paar Lecks gehabt. Okay, ich sterbe. Okay. Ich glaube, die Aufnahme muss ich gerade nochmal abbrechen. Oh, shit. Jetzt geht's wieder. Okay, liebe Leute. Keine Ahnung, was da gerade los war. Ich hoffe, es war vorher noch nicht. Und es ist jetzt gerade nur irgendwie aufgrund dessen gewesen, dass ich mitten im Feuer stand. Oh, Munition, nice. Brauchen wir alles. Haben wir alle? Nee. Hier ist ein Bauplan bei mir. Blaupause.
Oh, der explodiert. Geh mal weg. Nice, sehr schön. Da hinten sind noch welche. Wow. Er hat mal gesagt! Oh, da kommt einer außer. Komm, ich hab bessere mittlerweile. Digga! Au, 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 au. Oh oh. Das sind einige. Feuerwehr Leute halten ein bisschen was aus, oder? Hey, wie ist das denn im Mund? Hey Mann! Jedes Mal, wenn ich mein Superding mache, gehe ich drauf. Lame. Hast du noch? Oh, da lebst noch. Wieso ist der auch am Kopf immun gegen... So seltsam. Nope. Oh shit! Macht ja nicht viel, ja? So, ich muss mal kurz Waffen zerstören. Na komm her. Der Buchstab kann weg. Du kannst auch weg. Alles okay, weg. Hier geht's weiter. Ja, geht's weiter. Ja, so, komm her. Also. Hollywood Boulevard. Oh, oh. Pascal, wie geht's dir? Noch Let's. Ah ja, gut, wunderbar. Ich hatte jetzt, ja, wunderbar, normaler Ladebildschirm. Schon, oh, oh. Ja. Zocken am Limit, ne? Ja, bei 40 Grad in der Bude. Bei mir ist gerade richtig heiß, ey. Unglaublich. Ja, hier auch, ey. Hier geht's gerade. Euch hat's gestern mehr gewittert, als es bei uns hier. Bei uns ging's richtig rund, ja, ey. Bei uns ging's schon richtig rund, ja. Bei uns war's okay. Heftig. Ist erst weggezogen und dann ist es wieder gekommen, aber dann war's nicht mehr so stark. Ja. Ich habe es zu Hollywood in Style. Feet up. Not much of a view from the windows, but. Guys? Hello? Keine antwortet. Nice. Lebt ihr noch? Dachte ich mir doch. Okidoki. Sind die immer noch in der U-Bahn? Ja, irgendwie ist es eine Endlos-Sache, ne? Hier. Andere Seite wahrscheinlich. Auch zu? Auch zu, dann müssen wir mal rein, ne? Eine Idee? Kommt man irgendwie hoch? Nee. Hab eine Idee. Nee, man kommt rein. Man musste von der anderen Seite die Barrikade wegschießen. Ah, okay. Ah, wow. Ja, andere Seite. Gut. Ist das ein Pokertisch? Ein Kartentisch. Ja, ich habe hier gerade eine Sicherung eingesetzt. Ja. Aber ich weiß nicht, wo was aufgegangen ist. Ja, wir bräuchten ein Wasserleitungsventil oder wir rennen durch. Warte mal, ich denk, so ein Stuhl backt in mir drin. Ah! Simon! Was denn? Mach was! Der Stuhl! Wo bist du denn? Da, wo der Strom ist hier. Guck mal, hier der Stuhl, siehst du den?
Nee. Wer packt den Stuhl? Ich bin doch nicht verrückt. Geht's jetzt wieder? Okay, ich glaube, es geht wieder, ja. Ja, ich habe einen Stuhl geschlagen, der irgendwo in der Gegend rumsteht. Aber was mit der Sicherung, die ich eingesetzt habe? Und go! Ah, komm einfach weiter, Pascal. Geht auch so. Ja, ja. Aber die Sicherung. Vielleicht ist auch hier oben was aufgegangen. Nee, ist hier was aufgegangen. Ich brauche Wasser, jetzt weiß ich, wie ich da hinkomme. Ich brauche Wasser. Ja, da gibt's ja wieder lila Loot, Jungs. Was soll ich tun? Lila Loot. Ah, hier ist Wasser. Lila Loot. Hier ist Wasser. Ich brauche lila Loot. Hey, ja. Hier oben ist auch lila Loot. Oh, eine lila Nagelpistole. Nice. Lila Nagelpistole. Aber ich glaube, ich habe meine... Oh, meine ist nein! Ich bin hier runtergerutscht. Jetzt muss ich da nochmal hoch. Was machst du so, da jetzt? Was wird es? Strom? Ja, ich hol mir jetzt den lila Loot. Bin mal gespannt. Oh, fallen! Oh, mehr fallen! Oh, ich leg. Aber ich leg doch. Ja. So, und wo ist jetzt der lila Loot? Ja, weiß nicht, aber hier muss eine Kiste sein. Blaue Kiste brauchen wir. Ah ja, hier. Habt ihr wohl nicht umsonst die Sicherung eingesetzt? Ja, ist okay. Na gut. Schon wieder eine Spitzhacke mit 400. Eigentlich. Shit! Hey! Help! Simon! Boah, $2000 waren da drin, nice. Okay. Brauche ich noch die Nagelpistole von oben. Ja. That's what I'm talking about. No juice. It's dead. No juice. Nagelpistole? Keine Rasse? Hier gibt's Juice. Wo geht der Strom hin? Ach, jetzt brauchen wir doch wieder Strom. Wo ist denn das Kabel? Hier gibt's. Hier ist, glaube ich, wo ich bin, ist Zeug. Ich brauche Wasser. Ich brauche Wasser. Ja, hier ist Wasser bei mir. Ich hab's. Und hier ist noch eine Werkbank. Zombies aber in der Nähe, kann man nicht nutzen. Oh, ich habe Wasserleitungssystem wieder aufgedreht. Oh je. Kommt da welche? Ja. Stirb einfach, ey. Ja. Alter, das Schießpulver ist einfach so rar, gell? So, erstmal Medikits. Okay, Tür geht auf. Oh, oh, Zombies. Zombies! Willkommen. Ah, da, Pascal schon wieder unterwegs. Passt schon. Also die Nagel Granate ist echt die beste. Ja, gibt die auch, ey. Okay, geh mal durch. Komm. Boah, wie viele Koffer hier liegen, geil. Boah, richtig viele Koffer hier. Das passend zu den Koffern auch da Leichen rumliegen, das fällt dem Herrn natürlich nicht auf. Du! Da standen keine Namen auf den Koffern, also. Ja, selber schuld, sagst du. Das war nicht abgeschlossen. Solltest du abschließen. Wenn sie abgeschlossen sind, lass die auch in Ruhe, aber. Ja, verstehe. Oh! Okay. Okay, kommen wir jetzt hier weiter. Druckknopf. Einer vielleicht, einer. Ja. Ach Gott, ey. Oh, Zombies!
Biggie, Biggie. Den muss dann natürlich noch spucken. Nice. Ich glaube, erst ein Proteinriegel. Nö, natürlich nicht. Hollywood Boulevard, klingt gut. Geht eh nicht wetten. Ah doch. Tatsache. Trip. Kommt die denn jetzt her? Vor allem mal. No time for a debrief. Got a mob on our tail. Let's find this helicopter and get going. Alter, wie der Typ, der den Hammer schwingt, ist unglaublich. Ja, die sind gut unterwegs, die Jungs. Mädels. Every movie has this moment. The hero is tested in the worst. They always come through. I believe in you. Come on. Let's do it together. Wie sie ins Licht gehen. Dude. Just trying to help a brother Ja, wieso sind wir denn? Never mind. Whose bird is this anyway? Dr. Reuben Reeds. Asshole played me into doing all this stuff for him, saying it was for a cure. Turned out he started the outbreak. What? What? Every fucking time. I was so dumb. Now he's in some lab here doing fucking stuff. As soon as we're out of here, we'll tell the army and they can napalm his ass. Works for me. Let's go. This isn't right. The heroes don't run away at the end. They see things through. Real life is like the movies. You think I don't know that, huh? The movies show us how we could be. If we were better people. Sam, will you just tell him? Sam! He's burning up. We have to fly him out. No. I'm staying here. Must be different shit this time. Hollywood Boulevard. Damn, was I given anything for my name on the walk? So focused on fame. I lost what really matters. You and me. Emma. We've been here before. I'm sorry, but we can't risk letting him. Shh. I know. You're right. I can't run from this. It's not my style anyway. I'll stop Reed. Yeah, now that's a Hollywood ending. Get back in the nick of time. Don't leave without me. And watch out for the sniper. Hey. I believe in you. Okay. Hattet ihr so verstanden, dass er das ausgelöst hat? Der Doktor, ja. Ja, doch, echt? Das habe ich schon so verstanden, ja, ja. Woran? Woher? Wo habe ich ihn? Warum? Wieso? Weshalb? Das hat uns vorhin die Frau erklärt. Die Frau, das war damit gemeint.
Ich habe das so vorhin gemeint, dass er nie an einem Heilmittel geforscht hat, sondern dass er der war, wo das ausgelöst hat. Und dass er das niemals... Ich hatte das so verstanden, dass er irgendwie einen Weg sucht, alle, die infiziert sind, direkt zu töten. Irgendwie sowas. Also ich habe das anders... Ich habe das schon so verstanden gehabt. Wir haben ein paar geile Flinten bekommen, oder eine geile Flinte, ja. Kann die was? Ja, die kann was. Welche? Eine kurze. Kurzläufige Schrotflinte des Elektroschockers? Ja, richtig, Mann. Na dann mal go. Ja, wir müssen nach hinten. Alter, die ist echt krank. Über 2000 Schaden, ey. Das ist genau das Richtige für jetzt. Ey, wie seid ihr jetzt da durchgekommen? Ach, einfach durchgelaufen. Klettern. Auf dem Hauptweg. Wie? Achso, bist du noch nicht mehr über den Zaun rübergekommen? Achso. Ja, genau. Der Zaun wieder. Tisha was busy here. Must have been buying time for the doc. Security reader was broken, so they had to find another way. Schalter umgelegt. Ja, hier kommst du rein. Alter, wie die Hand hier festhält am Gebäude, sieht super geil aus. Ja. What, did Dr. Reed come here to get some extra wrinkles? Pass frickin' card. Was ist denn mit der los? Warum schießen die da überall Pfeile rein? Ja, die hat ja ihre Armbrust da und die kält halt die Zombies damit. Aber anscheinend kann sie nicht so gut zielen. Bolzen, wie sie braucht. Warum lässt sie die alle stecken? Ja, das ist die nächste Frage. Die regenerieren sich selbst. Ach so. Die wachsen aus ihren Armen. Ja, genau. Wir brauchen eine Karte. Schau mal draußen. Kann irgendwie nichts untersuchen. Nee. Wie bist denn du nochmal rausgekommen? Wir müssen uns aber in der Klinik umschauen, also da wo ihr eigentlich seid, oder? Ja, eigentlich schon. Ja. An der Decke irgendwas? Da oben vielleicht, wenn du da oben bist, auf der, da hier, da nach rechts. Nee. Gute Frage. Ist die Klinik vielleicht größer als nur der Raum? Also doch draußen irgendwas? Ja, das ist für mich ja eh so ein Make-up-Laden irgendwie. Ja, schon. Der Klinik, habe ich da irgendwas geöffnet? Ich habe noch einen Schalter bewegt. Ist das da irgendein Tor aufgegangen ist? Da müssen wir eigentlich hin. Nee, das sagt uns schon die Richtung. Ich habe was gefunden, aber jetzt haben wir erst 25%. Vielleicht, dass das was anders freigeschaltet hat. Was hast du gefunden? Wie hast du... Ah, okay, jetzt kommen wir weiter. Ah, wie hast du das jetzt gemacht? Ich habe so eine Karte gefunden und damit kommen wir da rein. Ah, du hast die Karte gefunden. Ah, ich dachte, man muss erst genug Grundwerte finden, bis man die Karte kriegt. Gut. Nice. Umso besser. Oh ja, hier ist ein Lagerspind. Das heißt, man kann ein bisschen was ablegen. Muss man was reparieren. Oh ja, reparieren ist auch mal eine Idee. Was kostet
kostet. 17.000 kostet die Stufenanpassung. Für wie viel Schaden mehr? 15. Nee. Ist okay. Machen wir uns noch mehr Medikits. Haben wir genug. Ich brauche auch nichts. Gut. Mal weiter. Wir müssen immer noch Sachen finden, ne? Ja. Ja. 45. Notebook untersucht. Hier ist ein Schalter. Hallo? Hallo? Da. Kein Schalter. Oh yeah. Was man halt so hat, ne? Ja. So eine Schönheitsklinik. So, jetzt. Hallo? Da jemand? Ich hab Angst! Läuft draußen, fast schon. Medikit hier, wer Medikit braucht. Ne, jetzt gerade habe ich 5, wenn sie überall auf einmal liegen. Sogar 2 sind hier. Hey, remember me? You monster? Wait! You don't understand! Au! Oh. What are you then? I don't know. But you do, don't you? You started the outbreak. Dad? What did you do? I What did you do? I killed millions to save billions. Why did you infect the city? Because you were so rare. Only one in a million becomes a Newman, an autophage hybrid. I couldn't complete the cure without you. The cure is worse than the disease. No. No. The autophage isn't an illness, right? 25 years ago, I found a clock hidden in our DNA, counting down to the day of our extinction. When the clock hits zero, the autophage will erupt in every man, woman, and child on Earth. I had to stop it. It's inside everyone. Yeah, we weren't built to last. Take that. Conrad thinks the autophage exists to create the Newman, but your anomaly's the best. Puppets are worst. We're joined in our minds. Joined by what? What does it want? Either Lolo is blind to it or she. I can only spare a few drops, but it'll neutralize the autophage, make you human again. All right? Now just go! Go! I can't hold on much longer! No! Use it on yourself! Sweetheart. Sweetheart. You don't know what else I did. I modified an unborn baby. With the Newman blood, she becomes the cure. To be harvested every day for the rest of her life. I've taken everything from you. I'm so sorry. I'm so sorry. Get her up. Get her out of LA before I. There's nothing we can do. We've got to go. Don't touch me. Hätte man auch stabiler bauen können. Ich hab ganz kurz gehofft, das wäre eine Gatling.
hätte mich aber gewundert, warum der da stehen würde. Ja, das war jetzt wohl klar. Das war... Oh, Controller, schau aus. Turbinator. Ah, ich will zur Schrotflinte wechseln. Lass mich mal kurz. Oder zur... Hierzu. Au. Ey, hier sind auch noch Zombies in diesen Röhren drin. Meine, die werden lebendig, wenn die Röhren zerstört werden? Aua. Ja. Oh ja, werden sie. Oh oh. Oh, da ist ein Schreier drin. Oh. Oh oh, oh nee, Dicker. Okay, tot. Fuck. Boah, hier brennt alles. Wo bist du, Pascal? Oh, fein. Ich werd nur niedergemäht gerade. Ja. Oh, ich lieg. Bin tot, ich hab gar nicht gemerkt, dass ich nichts mehr hatte. Shit. Pascal, ich komme. Pascal, ich komme an, ihr macht das schon. Ich komme. Oh, fuck. Ich sage euch schnell die Kleinen wegmachen und dann. Komm gleich, Simon. Jojo, ist das gut. Na sieh. Oh! Oh, Alter. Schon wieder. Boah, mich hat's nur um. Umgeschmissen. Der Dick ist hin. Ja, ist gerade happy. Boah, ich muss kurz weg. Habt ihr Monster-Modus aktiv? Nee. Hab ich schon gehabt. Mach ich jetzt. Hab ihn. Alter, das gibt's nicht. Ich habe jetzt trotzdem noch nicht so ganz durchgecheckt, wie, wo, was. Lass durchrennen. Ja, wenn wir durchrennen können, gerne. Geht schon. Die haben alle nicht viel. Ja. Moving or die. Move or die. Helikopter! Helikopter, Helikopter! Komm! Oh! Aber ich hab's immer noch nicht gecheckt, so richtig, okay? Er hat es scheinbar in die Welt gebracht. Er hat es losgelassen, um dich zu finden, sozusagen. Damit du es halt mitbringen kannst für die ganze Welt. Und deswegen hat er halt LA infiziert. Weil man 1 Million Infizierte braucht, um eine mal diese Mutation zu bekommen, aus der dann das Heilmittel hergestellt wurde. Also hat er halt das billige. Halt einen Großteil infiziert, um dann halt um das zu triggern. Ja. Gut, dann wäre es halt sinnvoll gewesen, man hätte echt dann vorher gespielt, dass man das nicht. Ich glaube, das war vorher nicht so auf Dead Island, weil der andere war ja auf einer Insel. Dead Island 1 war ja auf so einer, Partyinsel. Aber vielleicht hätte man es gewusst, ja. Okay. Spritze! I've got a one-shot cure. It was meant for me, but we've all got to change. You can too. Er war ja auch schon im Dreier dabei, ne? Ja.
Muscle memory. You see, I'll always come back for you. For some reason, I'm starving. Got any of that pastrami? Perfect. Hey. I gotta get going. I'm staying. The cure's out there. And she won't last long without help. Ja, schon aus. Ihr kann sie es doch holen. Das ist schon missverstanden. Ja, ja. Here. Go save the world. Count on it. Thank you. We won't waste this. Good luck. Hoffentlich weiß er noch, wie man fliegt. Das wäre so hart, wenn er jetzt abstürzen würde. Vielleicht, das wäre das geilste Ende. Gerade ins nächste Gebäude rein. Okay, er ist hoch genug. Cadenza? The song is incoherent. Decided to stay with us? Yes. To find Tisha. That the only reason? Oh yeah. Woo! Jawohl! Yay! We made. Nice! Ach geil, das war eine geile Kampfszene gerade. Oh. Schon gut. Gutes Spiel. Gutes Spiel, ja. Also Spaß beim Multiplayer, aber ich fand jetzt am Ende, ich hätte jetzt trotzdem noch ein bisschen mehr erwartet. Also da muss ja noch was kommen, oder? Also das kann es ja so eigentlich stehen. Ja, das wird halt jetzt der Dreier, ne? Ja, ja. Weil sonst hätte ich jetzt schon noch gerne das abgeschlossen, die irgendwie zu finden oder was weiß ich. Ja. Weil da waren jetzt noch einige Fragezeichen am Ende, aber. Also im, geil. Im Prinzip hätte man doch jetzt machen können, jetzt irgendwie, der Akt ist jetzt halt fertig, ne? Und dann das Finalakt ist jetzt sie finden und dann aus der Alien kommen. Ja, oder wie nachdem, wie du dich mit der Gruppe entscheidest, gegen die oder mit denen. Genau. Ja. So halt, du suchst sie halt und dann kannst du am Schluss entscheiden, ob du sie tötest oder ob du mit ihnen kommst. Und je nachdem geht ein anderes Ende. So hätte vermutlich war kein Geld mehr da, um das noch besser zu machen. Ja, oder es gibt eben einen dritten Teil, der schon planen ist, die Story gibt's. Irgendwie fortsetzt und oder wieder aufgreift auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, der Zweier muss ja auch mit dem Bruno, nee, wie hieß der Schwarze? Der Sam B. Ja. Also das wurde ja auch fortgeführt. Also, ich habe den Einser nicht gespielt, aber ich weiß, dass der war ja auf so einer Urlaubsinsel. Genau, da war das ja nur auf einer Insel irgendwie und das ist dann halt auf L.A. rübergeschwappt. Genau, er ist halt irgendwie entkommen. Ich weiß nicht, ob man das im Spiel sieht. Das weiß ich auch nicht leider. Aber ich denke mal, man hat ihn gespielt oder konnte ihn auch spielen wahrscheinlich. Oder war halt auch ein Side-Charakter irgendwie. Ja. Oder man hat ihn. Ja, eben. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also, ja, gut. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, zusammen so durchzuballern. Ja. Ging auch nicht zu lange. Schöne Länge, finde ich, vom Spiel. Das kann man mal schon durchzocken. Im Prinzip will ich mich nicht drüber beschweren. Das war jetzt am Schluss. Am Anfang hat man das Gefühl, die Story geht sehr langsam los und auf einmal war es richtig schnell. Ja, also, das stimmt schon, Irgendwann wurde es dann schnell am Anfang, man geht von Haus zu Haus, rettet jene. Und am Schluss war es jetzt die praktisch drei Hauptcharaktere. Den Rest lässt man im Haus zurück. Stimmt. Ne, die sind ja alle noch da. Ja, ja. So, die Hausherrin ist weg, hat sich gerettet mit ihrem neuen Lover, die neue Hausherrin ist ja hier die Putzfrau. Ja, echt so. Genau.
Gut, Freunde, ja. Das war's. Deswegen, ja, Dead Island 2. Ja, macht der Dreier wirklich dann noch irgendwie weiter. Ja. Und dann könnte man sich vorstellen, dass sie wirklich gesagt haben, komm, wir bringen das jetzt raus. Das ist halt irgendwie so ein Story-Abschluss und mehr Geld haben wir jetzt nicht. Ja. Sehen wir dann. Aber gut. Das Warten hat sich gelohnt auf jeden Fall all die Jahre. Nein, meine Verbindung zu deiner Sitze wurde getrennt. Mich hat's rausgeschmissen. Yes. Nee, mich auch. Alles gut, wir sind im Hauptmenü. Wir haben, bei mir steht Story-Mission 23 von 24. Ja, wir haben es jetzt nicht abgeschlossen, möglicherweise, oder? Nee, das glaube ich nicht. Oder wieso? Du musst noch mal rein. Pascal, du musst noch mal reingehen. Was muss ich machen? Siehst du noch den Abspann? Nee. Nee, ich glaube, das war dann... Bist du auch im Hauptmenü? Ja. Dann geh noch mal rein ins Spiel und joinen wir den mal und gucken, wo wir gerade stehen. Ja, das ist klar. Du kannst halt nicht mehr ins Open World. Du kannst halt immer wieder starten, oder? Nee, aber du kommst ja hier nicht in Open World. Du musst ja zum Helikopter. Ich glaube, das ist abgestürzt. Wir gehen gleich. Ich würde sagen, wir machen das einfach nochmal. Skippen halt die ganzen Filme. Ja. Und skippen dann auch das. Wunderbar, kann man das irgendwie. Pascal, kannst du das irgendwie abbrechen? Ich glaube gerade. Ah ja, hier überspringen. Ja. So, kannst du das auch überspringen? Ja. Emma's. Jetzt hier, LA gehört ganz dir. Alter, wir haben den Hammer bekommen, einen orangen Gegenstand. Wer bist du? Wer ist Todd? Wo sind wir? Hä? Alter. Ah, wir sind in der Schönheitsklinik. Was? Es gibt orange Gegenstände? Ja, der Hammer ist orange. Das heißt, jetzt können wir noch orange Gegenstände erspielen, wenn wir weiter zocken. Oh, hey. Ja. Okay. Nebenquest. Also, wir könnten hier theoretisch weitermachen, noch ein bisschen rumballern. Ja, das ist der Hammer von ihm, oder? Ja. Ja, das ist sein Hammer. Hast du da gerade durchgeschlagen? Ja, Mann. Gut, Freunde. Gut, also jetzt haben wir es offiziell richtig durchgespielt, also es ist uns wirklich gerade abgeschmiert. Hey, jo. Dann verabschieden wir uns von Dead Island 2, indem wir uns hier einfach noch ein bisschen durch die Massen prügeln, lassen euch mit diesen wundervollen Bildern alleine und sagen danke fürs Zusehen. Lacht jetzt hier alle. Ich glaube, ich mache jetzt so lange weiter, bis jeder Zombie erledigt ist. Okay, jeder Zombie ist erledigt. Gut, Freunde. Bis dann. Macht's gut. Ciao.